1935 wurde die Situation in Europa immer instabiler. Das änderte jedoch nichts an Hergés Interesse für die internationale außereuropäische Politik. Inspiriert von dem Krieg zwischen Bolivien und Paraguay, entwirft er eine Geschichte, die vor dem Hintergrund eines solchen Krieges um ein Erdölgebiet spielt. Allerdings führt er eine weitere Neuerung in seine Reihe ein. Er erfindet fiktive Staaten. Aus dem Völkerkundemuseum in Brüssel wird eine kleine Holzstatuette, der Fetisch der Arumbayas, einem südamerikanischen Indianerstamm, auf geheimnisvolle Weise entwendet, nur um am nächsten Tag wieder genauso geheimnisvoll an ihrem Platz zu stehen. Doch Tim ahnt, dass etwas nicht stimmt. Der gestohlene Fetisch hatte ein kaputtes Ohr. Die Statuette, die nun im Museum steht, ist intakt. Über den Mord an einem Bildhauer kommt er zwei Verbrechern auf die Spur, die verzweifelt nach dem echten Fetisch suchen. Seine Jagd führt ihn in das südamerikanische San Theodorus, ein von Revolutionen und Konterrevolutionen gebeuteltes Land. In Der blaue Lotus verwandte Hergé den Trick nur an einer Stelle, als er einen Gast in einer Opiumhöhle als Botschafter von Poldawien bezeichnete. In der Arumbaya-Fetisch macht er reichlich Gebrauch von fiktiven Staaten. In dem Fall sind es San Theodorus und Nuevo Rico. Und es sollten nicht die letzten bleiben. Auf diese Weise hat er mehr künstlerische Freiheit. Die Geschichte um den Arumbaya-Fetisch ist erst einmal ein Krimi. Es geht um Diebstahl, Fälschung, Mord. Die Hintergrundgeschichte, in die Tim beinahe beiläufig gerät, ist die Karikatur eines Krieges um ein Erdölvorkommen. Wie in der Realität, so werden auch in Tims Welten die beiden Länder von konkurrierenden Unternehmen gegeneinander aufgehetzt. Auf der einen Seite die Engländer und auf der anderen Seite die Amerikaner. Und wieder einmal treibt das auf die Spitze, als der Krieg endet, weil sich herausstellt, dass das Erdölvorkommen, das in der Grenzregion der beiden Länder vermutet wird, nicht existiert. Genauso auf die Spitze getrieben werden die südamerikanischen Revolutionen und Konterrevolutionen. Als Tim gefangen genommen wird und vor dem Erschießungskommando steht, finden eine Revolution und zwei Konterrevolutionen statt. Und je nach Machthaber wird Tim begnadigt oder aber wieder zu Tode verurteilt. Hierbei lernt er schließlich den neuen Revolutionsführer kennen, der ihm noch ein paar Mal über den Weg laufen würde. General Alcazar. Sein ewiger Gegenspieler Tapioca wird zwar erwähnt, taucht aber in der Geschichte nicht auf. Abgerundet wird dieser Seitenhieb durch die Darstellung des Waffenhändlers Basil Bazarov, der an beide verfeindete Länder die Ausstattung für ihren Krieg liefert und damit der einzige Gewinner dabei gewesen sein dürfte. Jener hatte übrigens in Hergés Manuskripten, die Tatsache fand nie Erwähnung innerhalb der Comicreihe, eine Tochter mit Namen Peggy. Besagte Peggy, die in Tim und die Picaros mit General Alcazar verheiratet ist. In Tim und die Picaros tauchen die Arumbayas auch nochmal auf und der Forscher Richwell, der bei ihnen lebt und den Tim in diesem Album kennenlernt. Richwell ist verzweifelt damit beschäftigt, den Arumbayas das Golfspielen beizubringen. Und einer weiteren Figur aus diesem Album begegnen wir bei den Picaros wieder, nämlich Pablo. Da Tim sich mit General Alcazar angefreundet und einen gewissen Einfluss auf ihn hat, und noch dazu Pazifist ist, befürchten natürlich die beiden Erdölgesellschaften, dass Tim den Krieg verhindern könnte, den sie so dringend brauchen. Also schicken sie Pablo los, um ihn zu eliminieren. Pablo verfehlt allerdings sein Ziel und da Tim ihn nicht vor das Kriegsgericht stellt, wird er sich später aus Dankbarkeit noch als wertvoller Verbündeter erweisen. In der Szene, in der Pablo versucht, auf Tim zu schießen, ist Hergé übrigens ein kleiner Schnitzer passiert. Was daran lag, ja, dass der gute Mann noch nie einen Bananenbaum gesehen hatte. Er kannte nur Bilder von Bananenstauden, die bereits vom Baum abgeschnitten waren. Und so montierte er sie in der besagten Szene falsch herum an den Baum, wie man hier sieht. Das Album ist nicht ganz so stark wie sein Vorgänger, Der blaue Lotus.
Vor allem die Szenen, die im südamerikanischen Urwald spielen, wirken bisweilen, als sei Hergé etwas hektisch geworden. Denn man sieht nur Figuren vor einem einfarbig grünen Hintergrund. Aber die Geschichte hat Witz und Ideen, verbunden durch einen Kriminalfall. Und schon wieder, muss man sagen, Kampf um ein Erdölgebiet? Kommt einem das nicht irgendwie bekannt vor? Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, die internationale Politik tritt seit 100 Jahren auf der Stelle.